In den letzten 18 Monaten haben wir zwei Bücher geschrieben. Das erste, also das linke, das ist der Practice Guide, das Handbuch sozusagen, was wir in den letzten 10 Jahren dazugelernt haben. Das erste Buch 2009 war ein Forschungsbericht, allerdings als Managementbuch geschrieben. Der Practice Guide ist zugänglicher. Es soll eine weitere Gruppe ansprechen. Und das orangefarbige Buch Toyota Katakultur gibt es schon auf Deutsch. Das habe ich gemeinsam mit Gerd geschrieben. Und der Practice Guide soll nächstes Jahr bis Juni herauskommen. Auch werden wir noch mehr darüber berichten. Ich würde davon abraten, übrigens zwei Bücher auf einmal zu schreiben. Es ist nicht so schön. Die zwei Bücher passen zwar gut zusammen, aber ich muss meine Familie jetzt irgendwie ganz neu kennenlernen. Meine Aufgabe heute ist vielleicht zweierlei. Das eine ist, übrigens die Folien, Sie sehen schon, sind auf Englisch, Entschuldigung dafür, aber ich versuche so gut wie möglich auf Deutsch den Vortrag zu halten. Zweierlei. Das eine ist vielleicht ein bisschen einen Rahmen für den Tag zu setzen, ein bisschen zum Thema selbst, also Toyota Kata Topic Overview. Und dann möchte ich auch, soweit die Zeit reicht, ein bisschen über neueste Erfahrungen sprechen. Das interessiert mich auch, das ein bisschen mit Ihnen später zu diskutieren. Fangen wir aber mit dem ersten an, also einen Rahmen zum Thema. Wie Sie wissen, wir haben Toyota studiert, schon länger eigentlich, aber die Forschungen, die zu dem Toyota Kata Buch 2009 führten, die lief von 2004 bis 2009. Es waren sogar drei Firmen in Deutschland, die da mitgemacht haben, unter anderem Bosch, Kollege Ralf Richter ist da, und Festool war auch dabei, da habe ich den Gerd Aulinger kennengelernt, und noch eine Firma, die heißt Seidel, aber von Seidel haben wir heute, glaube ich, niemanden da. Das war der Dr. Lutz Engel, der jetzt ein Uniprofessor geworden ist. Und wir haben Toyota untersucht, weil sie ständig Erfolg haben, also dauerhaften Erfolg, sagen wir mal so, das ist das bessere Wort. Das fällt auf in der Businesswelt. Die haben 60 Jahre, bis auf ein Jahr, 2008 glaube ich, 60 Jahre lang profitabel. Das ist ungewöhnlich. Ja. Und deswegen richten wir unseren Blick auf Toyota schon etwas länger. Und wir kannten schon die sichtbaren, the visible stuff steht hier, die sichtbaren Techniken, Praktiken, die man in Toyota-Werke sieht. Die haben auch schon lange versucht zu kopieren, aber irgendwie haben wir nicht diesen dauerhaften Erfolg erreichen können. Eine kontinuierliche Verbesserung, sagen wir mal, blieb uns fern. Wir wussten, dass es irgendwie im Managementsystem liegt. Aber viel über ihr Managementsystem wussten wir nicht. Es ist auch nicht auf Anhieb sichtbar, das Managementsystem. Und wenn man Toyota fragt, wie managen sie, wie führen sie, wie lernen sie, wie man so führt, wie bringen sie andere Manager bei, neue Manager bei, so zu führen, die antworten nicht. Wir dachten, sie verheimlichen das, aber im Grunde genommen ist es normal bei Toyota. Und von daher merken sie gar nicht, was sie anders machen. Was die Forschung gezeigt hat, und es gibt mehr zu lernen, ja, dies ist jetzt nicht die letzte Forschung, die man machen sollte oder so, aber was sie gezeigt hat, es gibt eine weniger sichtbare Ebene, und was wir da gefunden haben, ist eine systematische, wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise als Fundament, dass diese sichtbaren Praktiken, die wir sehen, dieser Erfolg auch, die beruhen auf dieses Fundament von einer wissenschaftlichen Denk- und Handlungsweise. Und noch dazu, was wir gesehen haben, ist, dass die Manager, also die mittleren Manager in der Organisation, das sind die Lehrer, die bringen alle Mitarbeiter diese Denk- und Handlungsweise bei. Das hat man auch teilweise gesehen, in den USA haben wir viele Toyota-Werke. Und als sie am Anfang nach USA kamen, wollte jeder bei Toyota arbeiten. Es ist ein guter Job. Es ist ähnlich wie Bosch, glaube ich, und ähnliche Firmen in Deutschland, wo da möchte man gerne arbeiten. Das ist ein sicherer Job und es ist eine gute Firma. Also viele Leute kamen bei Toyota an in den USA und sagten, ich habe viel Erfahrung in der Autobranche. Und die Leute haben sie nicht geheuert. Die Leute, die Toyota angeheuert hat, waren Bauern, Musiker, alles Mögliche, aber nicht aus der Produktion. Und wir haben da mal nachgehakt und haben gesagt, ja,
Uns ist nicht wichtig, dass Sie Erfahrung mit der Autobranche haben. Da haben Sie sogar Gewohnheiten, die wir Sie abgewöhnen müssten. Uns ist lieber, wir nehmen lieber Leute, die offen sind zu lernen, die noch keine schlechte Gewohnheiten haben. Wir bringen ihnen nämlich unsere gewünschte Denk- und Handlungsweise bei. Interessant. Also die Aufgabe von Manager ist, die gewünschte Denk- und Handlungsweise der Mitarbeiter den Mitarbeitern beizubringen. Wir kaufen diese Denk- und Handlungsweise nicht ein, wir erwarten nicht, dass die Universität diese Denk- und Handlungsweise bringt, sondern wir bringen denen das selber bei. Vielleicht können Sie mir mit dem Deutsch ein bisschen helfen. Tröder bringt es irgendwie fertig, eine gewisse, hier der Begriff, Entrepreneurial Mindset. Eine unternehmerische Denkweise, gewissermaßen eine unternehmerische Denkweise und Verhalten in ihre Leute zu erzeugen. Und sie nutzen das, um herausfordernde Ziele zu erreichen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt bei Toyota. Ja? Also es ist eine Firma wie alle anderen und jeder Tag ist nicht unternehmerisch. Ja? Manchmal muss man einfach die Teile zum Kunden bringen. Ja? Aber was ich mit unternehmerische Denkweise meine, ist, man nimmt nicht an, dass die jetzige Situation permanent ist. Also man ist ein bisschen mehr bereit, durch dieses Coaching von den Managern, eine Herausforderung anzunehmen. Obwohl man nicht weiß, wie man diese Herausforderung erreichen soll, was die Lösungen sind, das weiß man noch nicht. Man ist gewissermaßen okay mit einer gewissen Ungewissheit. Ja? Wir wissen nicht genau, wie wir da hinkommen. Das ist okay, man kann damit leben. Ja, das ist ein bisschen im Kontrast zu vielen Unternehmen, die wir besuchen, wo Ungewissheit eigentlich, man will sofort die Antwort haben und es ist sehr anxious, man wird nervös, ne? Man bekommt Angst, wenn es Ungewissheit gibt. Und gewissermaßen Barrieren werden mehr als einfach als Obstacles. Wie sagt man Obstacles? Hindernisse, die man, also Hindernis, das Wort beinhaltet, das müssen wir drüber. Es ist also keine permanente Barriere, sondern es ist einfach ein Hindernis auf dem Weg. Also es ist ein bisschen etwas andere Einstellung. Vor zwei Wochen war ich im Entwicklungszentrum von Toyota, ist zufällig in Ann Arbor, wo ich wohne. Und wie gesagt, es ist nicht alles bei Toyota so. Ja, das ist der Versuch, sie sind immer dran an diese Themen. Und ein Amerikaner kam auf mich zu und hatte sich beschwert, dass sein Chef, ein Japaner, in der Entwicklung ihm eine Herausforderung gegeben hat. Und der Amerikaner sagte, ja, wir arbeiten mit Lieferanten und die entwickeln Teile. Und diese Teile zu testen, die iterativ zu testen, das dauert immer eine Woche. Und er sagte, ja, Mike, mein Chef, Japaner aus Japan, hat gesagt, ja, was wäre, wenn es null Zeit brauchen würde? Wie müsste das aussehen? Und daraufhin sagte der Amerikaner, das geht doch gar nicht, der versteht nicht. Warum fragt er mich immer, wie wäre es, wenn die Zeit, um einen Test zu machen, null wäre? Und für mich war ganz klar, was da ablief, aber für diesen Amerikaner nicht. Das ist eine Herausforderung. Es ist nicht, wie kommen wir dahin, es ist einfach, lass uns in die Richtung arbeiten. Was wäre, wenn? Der Amerikaner war noch nicht bereit, diesen Gedanken überhaupt anzunehmen. Und das ist interessant. Das ist interessant. Das ist eine Kultur in einer Firma. Wir haben ein Muster gefunden bei Toyota, das kennen Sie mittlerweile. Es sind vier Schritte, das kommt von uns, nicht von Toyota. Wir haben es Verbesserungskater genannt, es ist ein Modell, es ist eine praktische, wissenschaftliche Art zu denken und zu handeln. Sie kennen die vier Schritte, es gibt eine große Herausforderung, ziemlich in der Ferne. Zweiter Schritt, man muss gut verstehen, wo man jetzt ist, grasp the current condition. Dritter Schritt, dann erstellen Sie einen Zielzustand auf den Weg dahin, der aber viel einfacher zu erreichen ist. Den kann man sich vorstellen. Der ist vielleicht zwei Wochen, ein, zwei Monate in die Zukunft. Und der vierte Schritt ist dann, man arbeitet iterativ, man experimentiert von Ist-Zustand bis hin zum Zielzustand. Das ist nur ein Modell. Ja. Es gibt eine Bandbreite
bei Toyota, wenn Sie schauen. Jeder Manager macht es ein bisschen anders. Ein Modell ist etwas, was ein Forscher macht, um eine Wirklichkeit darzustellen. Aber das Modell ist nicht die Wirklichkeit. Ja? So versuchen wir darzustellen, was bei Toyota in den Köpfen abläuft. Aber die Frage, wie können wir eine solche Denk- und Handlungsweise uns aneignen? Das ist eine kritische Frage. Ein Modell alleine reicht absolut nicht. Wir haben viele Akademiker an der University of Michigan, die machen verschiedene Modelle und wundern sich dann, dass das Publikum nicht so denkt, sich nicht verändert. Ja? Also einfach ein Modell zu erstellen und zu kommunizieren, so macht es Toyota, mach es doch bitte auch so, das reicht nicht. Wie können wir in unsere Organisation es dazu bringen, dass wir wirklich so denken und handeln? Eine Antwort: Man nimmt dieses Muster, dieses wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise und man kombiniert es mit Üben. Deliberate Practice heißt es auf Englisch. Ja, das ist genau wie in Sport oder in Musik. Das ist eine Art von Üben, wo man immer an die Fehler arbeitet. Man übt, ein Coach guckt zu, ein Coach gibt einem Feedback, da musst du noch ein bisschen was machen. Und das Üben ist sehr frequent. Das Üben ist im Grunde genommen täglich. Interessant für uns ist, dass in Musik und Sport das gang und gäbe ist. Da fragt keiner nach. Natürlich muss man so üben, trainieren, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Ne? Natürlich müssen wir so trainieren. In der Businesswelt total fremd, dass man diese Art von tägliches Training macht, um mal irgendwas eine neue Fähigkeit zu erreichen. Und was wir eigentlich machen wollen mit Toyota Kata, wir wollen eine wissenschaftliche Denkweise in eine Fähigkeit verwandeln, die jeder machen kann. Nicht für Wissenschaftler, sondern jeder kann es machen. Und das gleicht sich so ziemlich mit dem, was Toyota macht. Und das ist anders als Kanban kopieren oder One Piece Flow kopieren. Die sind noch alle da, die sind noch alle gut, aber die beruhen auf dieses Unsichtbare, was unten drunter liegt. Und wenn Sie kopieren wollen bei Toyota, ich bin mittlerweile der Meinung, kopieren wir lieber das Untere, nicht das Obere. Wenn Sie wählen müssten, was kopieren wir, dann lieber das Untere, dann können wir eigene Lösungen entwickeln, nicht die Lösungen von einer anderen Firma zu kopieren. Das ist eigentlich so die Orientierung heute für den Tag, sagen wir mal. So, lass uns ein bisschen über wissenschaftliches Denken sprechen. Gibt es noch eine Karte? Ich brauche auch eine. Gibt es noch welche? Er gibt dir dann deine. Dankeschön. So, nehmen Sie bitte Ihre Karte. Also ich spreche jetzt erstmal ein bisschen über wissenschaftliches Denken oder eine wissenschaftliche Denkweise. Bitte die Seite ohne Linie, ohne Strich, vielleicht kennen Sie das, mit dem Punkt auf der linken Seite. So, die Karte vor den Augen halten. Machen Sie Ihr linkes Auge zu, das linke Auge schließen und starren Sie auf den Punkt mit dem rechten Auge und dann bewegen Sie die Karte zu Ihnen und zurück, linkes Auge geschlossen, rechtes Auge starrt auf den Punkt und dann die Karte so ins Gesicht und dann wieder weg. Was passiert? Das Kreuz verschwindet. Es funktioniert scheinbar nicht bei allen Menschen. Achso, Ralf hilft ja. Punkt auf der linken Seite erstmal. Ne? Nee, es stimmt. Irgendwie psychologisch, es gibt ganz besondere Menschen, wenn sie, aber das Kreuz verschwindet, ja? Warum verschwindet das Kreuz? Warum verschwindet das Kreuz? Bitte? The blind spot, ja? Sagt man das auf Deutsch? Gibt es einen Brief? Blinder Fleck, ja, blind spot. Das ist eine ziemlich direkte Übersetzung, ja? Okay, lass uns die Karte mal umdrehen. Jetzt auch wieder der Punkt auf der linken Seite. Und mache es jetzt genauso wie vorhin, das heißt, Karte vor Augen, Punkt links, linkes Auge schließen, auf den Punkt mit dem rechten Auge starren und hin und her. Und diese Zone finden. Was passiert diesmal? Nur der vertikale Strich verschwindet, der horizontale Strich geht durch. Ja? Und das ist interessant, das ist interessant. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass wir an der Stelle nicht sehen können. Wir können physisch
nicht sehen. Da geht die Verkabelung ins Auge, da ist dieser blinde Punkt. Ja? Haben wir ja gerade festgestellt. Aber jetzt plötzlich können wir den Strich komplett durchgehend sehen. Komisch. Wir wissen aber, wir können an der Stelle nicht sehen. Was geht hier vor? Musterergänzung, finde ich gut. Ja, das ist, genau, Musterergänzung. Das heißt, unser Hirn füllt nach. Ja? Das heißt, wir haben in Kata-Sprache Current Knowledge Threshold, eine Wissensgrenze. Wir können nur so weit sehen, aber unser Gehirn nimmt Informationen auf, kleine Stücke von Informationen, bindet das zusammen und trifft Entscheidungen. Macht Interpretations. Was ist das Wort, das ich benutzen wollte? Interpretation. Interpretation. Übersetzung, okay. Ne? Also die nimmt Stücke von Informationen auf und macht ein Gesamtbild daraus. Und macht das automatisch, blitzschnell, ohne ihnen das zu sagen. Ja? Und man hat ein sehr gewisses Gefühl dabei. Ja? Der Strich geht da durch, ja? Obwohl wir wissen es nicht genau. Ja? Das heißt, wir merken gar nicht, wo eine Wissensgrenze ist, die sehen wir gar nicht, wir fahren da voll durch und da geht es los mit Problemen. Ja? Das ist das Meeting, wo sie alle sitzen, ein Problem wird auf den Tisch gelegt und alle haben schon die Antworten. Es geht nur noch darum zu sehen, wer die beste Lösung gefunden hat. Ne? Das Problem kennen wir noch nicht. Genau, genau, so zum Beispiel. Ja. Nicht bei Ihnen, aber bei den anderen hier. Ja, ja. Okay. Our brain jumps to conclusions. Das ist ein englischer Begriff dafür. Ja. So, das klingt jetzt relativ negativ, ja, aber wir brauchen dieses Mechanismus, um durch den Tag zu kommen. Um zu überleben in der Welt, brauchen wir dieses Mechanismus. Stellen Sie sich vor, das Gehirn würde immer sagen, ja, kann sein, da ist jetzt eine Gefahr, bin mir aber noch nicht sicher, keine Panik, ich brauche mehr Daten, brauche mehr Informationen, sammeln Sie bitte mehr Daten. Ja. Wir würden nicht überleben. Ja. Das heißt, es ist better safe than sorry. Lieber Nummer sicher. Ja? Also ich gehe lieber aus dem Weg, der Wagen kam doch nicht auf mich zu als Fahrradfahrer, aber ich hatte so das Gefühl und ich bin ausgeweicht. Ja? Kinder haben das vielleicht noch nicht so ganz, aber wenn wir erwachsen sind, haben wir sehr viele Erfahrungen und durch diese Erfahrungen sehen wir die Welt und reagieren darauf. Aber es ist überlebenswichtig, aber es gibt Probleme dadurch. Ja? Das heißt, wir merken unsere Wissensgrenzen nicht und dann schießen wir los auf falsche Annahmen. Das Foto habe ich gestern im Netz gefunden, zufällig. Was sehen Sie? Beine, die... Bitte? Die Beine liegen am Schreibtisch. Was sehen Sie sonst? Die sind... Sie glänzen, ne? Gar eingeölt oder so. Ja? Und mit dem Foto war eine Beschreibung, die Person hat sich aus Versehen gegen weißen Lack gelehnt. Die glänzen nicht. Das ist nur weißer Lack. Aber das Gehirn hat sehr schnell gesagt, sehr schnell, ist eingeölt, ne? Lustig, ne? Man kann es eigentlich gar nicht wegsehen. Wenn man lang genug drauf guckt, merkt man, das ist nur weiße Farbe, da glänzt überhaupt nichts. Ja? Aber wie wichtig ist es, dass man sagt, da glänzt es, das ist rutschig, das ist Eis. Ja? Nicht, dass das Gehirn sagt, ne, vielleicht ist das gar nicht Eis. Geh mal ruhig, ne? Sammeln wir mal ein bisschen Erfahrung. Also, wir haben dieses Mechanismus, lieber sicher, sehr schnell haben wir ein sehr sicheres Gefühl, dadurch kommen wir gut durchs Leben, aber es hat eine negative Seite. Es hat eine negative Seite. Man sagt, unsere Vorfahren, es gab im Gebüsch ein Geräusch, ja? Die Vorfahren, die weggerannt sind, das sind die Genen, die wir bekommen haben. Und die Vorfahren, die gesagt haben, hey, was ist denn das? Ne? Die haben wir nicht bekommen. Aber die Fähigkeit zu sagen, hey, was ist denn das, ist auch wichtig. Denn das ist, wie wir lernen. Ja?
die ist für unser Überleben auch wichtig geworden. Also eine Gegenmaßnahme für dieses Jumping to Conclusions, diese Schnellschüsse zu machen, ist wissenschaftliches Denken oder eine wissenschaftliche Denkweise. Also es ist nichts anderes als eine Routine, wo man eine Koordination macht zwischen was erwarten wir, was geschieht tatsächlich und wenn es einen Unterschied gibt, lernen wir irgendwas. Im Grunde genommen ist unten im Bild eine wissenschaftliche Denkweise abgebildet. Es ist nicht schwierig, es ist aber nicht normal für Menschen, so zu denken. Das heißt, sie machen eine Vorhersage, es geschieht die Realität und wenn es einen Unterschied gibt, dann lernen wir irgendwas. Hoffentlich tut es nicht sehr viel weh. Gute Experimente sind so entworfen, damit, wenn es falsch läuft als man, oder anders läuft, als man denkt, dass es kein Problem gibt. Ja? Das ist Scientific Thinking. Und damit können wir navigieren ohne Landkarte. Wir navigieren mit Kompass, nicht mit Landkarte. Denn wenn wir herausfordernde Ziele haben, da gibt es noch keine Landkarte, wie wir da hinkommen. Das können große oder kleine Ziele sein. Wenn wir eine Produktion haben, wir möchten diese Produktion mit 3 statt 4 Personen fahren, Kosten wegen. Ja? Wie kommen wir dahin? Das wissen wir noch nicht. Der Weg dahin ist nicht gegeben. Wenn wir eine Landkarte hätten, dann würden wir es einfach umsetzen. Und wenn wir versucht haben, Toyota zu kopieren, haben wir versucht, eine Landkarte zu finden. Aber Toyota fand das immer ein bisschen komisch, wie wir das machen. Und letztendlich merke ich, sie dachten vielleicht im Kopf, ihr braucht keine Landkarte, ihr braucht einen Kompass und bringt jedem im Unternehmen bei, wie können sie navigieren mit einem Kompass. Dann können sie das erreichen, was sie wollen, egal was es ist. Also eine wissenschaftliche Denkweise ist vielleicht die beste Art und Weise, die wir im Moment haben, über unbekanntes Terrain, wo es keine Landkarte gibt, zu navigieren. Und dadurch können wir diese Wissensgrenze sukzessive nach vorne Richtung unsere Ziele bewegen. Der Weg ist nicht gerade. Ja? Und das ist nichts anderes als eine wissenschaftliche, ein Zyklus, ein PDCA, sagt man manchmal in der Lean Community. Das heißt, die Verbesserungskata, das Muster ist ein wissenschaftliches Muster und Sie sehen, wie diese Wissensgrenze voranschreitet. Ne? Hier denken wir, oh, die Beine glänzen und hier sind wir schon einen Schritt weiter und merken, ach, das ist nur weißer Lack. Ja, okay. Und so, das ist eine Art und Weise, wie Toyota versucht, Ziele zu erreichen, kleine und große. Das ist nämlich eine Meta-Fähigkeit, die ist inhaltsneutral. Es ist egal, woran wir arbeiten, es ist egal, was Ihr Ziel ist, Sie können die gleiche Arbeitsweise benutzen. Und das ist klasse. Man muss nicht für jede bestimmte Situation was Neues lernen, man hat diese Denk- und Handlungsweise verinnerlicht und so können wir uns jetzt auf den Weg machen, egal wohin. Was für mich interessant ist in der Forschung, man guckt so 20 Jahre zurück, wo wir Toyota kopiert haben und man sagt, oh Gott, ne, macht man auch, ne? Man guckt 20 Jahre zurück und sagt, oh Gott, was habe ich da gemacht? Toyota kopieren, wir haben andere Ziele. Sie haben heute ein anderes Ziel in Ihrer Organisation. Wie erreichen Sie Ihre Ziele? Wie macht Ihr Unternehmen sich gegenüber Ihre Konkurrenten besonders? Ja? Sie haben andere Herausforderungen als Toyota. Warum nicht nur eine Kompass-Navigieren-Art und Weise kopieren, nicht die Lösungen, die vielleicht woanders passen? Aber wie gesagt, wir haben das Problem, cooles Modell, cool, dass wissenschaftliches Denken uns so hilft, aber wissenschaftliches Denken ist nicht automatisch als Erwachsene. Als Kinder vielleicht schon. So, ich weiß nicht, bis 5 Jahre alt oder so tastet man die Welt ab. Ja, man geht durch die Welt, man kommt rein in die Welt und man tastet sie ab. Ich setze mich mit der physischen Welt auseinander, ich setze mich mit der sozialen Welt auseinander, es passieren Sachen und so baue ich in meinem Kopf eine Bibliothek auf, eine Bibliothek von neurologischen Bahnen. Als Erwachsener aber sehe ich die Welt durch diese Bahnen und ich habe sogar die Fähigkeit, die Welt zu ändern, damit sie zu meinen Bahnen passt. Ja? Also es gibt Großgedrucktes und Kleingedrucktes. Das Großgedrucktes ist, als Erwachsener kannst du autonom durch die Welt gehen. Stell mal ein kleines Kind hier in den Stuttgarter Flughafen, hier, 4 Jahre alt. So, jetzt flieg mal nach Köln. Na, hier hast du 1000. Ja? Nichts, geht nicht. Dafür ist das Kind aber ein Wissenschaftler. Ja? Tastet sich ab, oh wow, interessant, ne? Lernt fortan. Ja? Ein Erwachsener
hier haben Sie einen Tausender, kommen Sie jetzt schnell nach, so schnell wie möglich nach Köln. Kein Problem. Ja? Aber wir sind nicht mehr wissenschaftliche Denker. Das heißt, es ist uns nicht angeboren als Erwachsene. Wenn Sie diese Folie lesen können, dann sind Sie nicht mehr wissenschaftlicher Denker, inklusive mich. Das heißt, es ist eine Fähigkeit, die man sich anlernt. Die lernen wir mit Absicht, um unsere Vorurteile entgegenzukommen. Um sagen zu können, die Beine scheinen zu glänzen, aber vielleicht stimmt das nicht. Ich weiß es noch nicht genau. Und da kommen wir auf diese zweite Frage, wie entwickeln wir diese Denk- und Handlungsweise? Es ist gut zu erkennen, dass die wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise einen Vorteil hat und einen Nutzen hat in ihrer Organisation. Aber wie entwickeln wir das? Ja? Ich mache das jedes Jahr, ich finde das einfach, bringt es gut rüber. Falten Sie mal Ihre Arme. Ja? Okay, gut, Sie wissen schon, was kommt. Machen Sie es jetzt andersrum. Okay, alright. Und wie fühlt es sich das zweite Mal an im Vergleich zum ersten Mal? Was sind so Worte dafür? Falsch, ja, absolut. Ungewöhnlich? Neu. Neu, danke. Unbequem? Unsicher? Man muss sich Mühe geben, ja? Also man muss drüber nachdenken, wo kommt die Hand hin? Okay, gut. Hier sehen Sie auch von anderen Gruppen Wörtern, awkward, slow, unnatural, stiff, uncomfortable, difficult, falsch, it feels wrong, falsch, finde ich gut. Ja. Sind das nicht die gleichen Begriffe, die Sie hören, wenn Sie irgendeine Veränderung in Ihrem Betrieb einbringen wollen? Das sind die gleichen Worte, ganz genau, weil das Gleiche, genau das Gleiche abläuft. Übrigens, das war nur eine ganz kleine Veränderung. Ne? Falten Sie mal Ihre Arme andersrum. Die Veränderungen, die Sie vielleicht versuchen einzubringen, sind einen Tick größer, ja, in Ihre Organisationen. Ja? Das war nur eine ganz kleine Veränderung und schon haben wir Probleme damit. Ja? Was passiert? Sie wissen es, unsere Denk- und Handlungsweisen, sie sind gewissermaßen in einer Schleife. Wir haben eine Denkweise und die bestimmt unser Handeln. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie denken oder handeln, verstärkt es wieder diese Haltung. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie irgendwas denken oder tun, machen Sie noch mehr Beton auf eine Autobahn in Ihrem Gehirn. Und Sie bauen eine Autobahn auf in Ihrem Gehirn, wie im Bild hier. Ja? Every time you think or do something, you are more likely to do it again. Ja? Warum ist es anders das zweite Mal? Das Gehirn bevorzieht diese Autobahnen. Die sind viel effizienter, brauchen viel weniger Energie, sind viel schneller. Es ist passiert auf einmal. Ja? Also links im Bild sehen Sie unsere Gewohnheiten, schnell, effizient. Eigentlich brauchen wir da gar nicht nachzudenken. Wer will denn überhaupt Gehirnschmalz auf Deutsch? Wer will denn überhaupt Gehirnschmalz dafür ausgeben, wie ich jetzt meine Arme falte? Ich bin in der Diskussion mit Ihnen. Ja? Ich mache mal so, ich möchte mich auf die Diskussion konzentrieren. Nicht, entschuldigen Sie einen Moment, ich muss mir mal die Arme falten. Okay, reden Sie weiter. Ja, ne? Das geht nicht. Also immer, das Gehirn bevorzieht die, immer. Und hier sind die neuen Wege, danke, neu. Ne? Hier sind die neuen Wege, das ist ein noch nicht mal ganz ein Pfad. Ja? Das ist im Wald. Sehr viel Energie, langsam, wir müssen voll aufmerksam. Ne? Das war, wenn Sie Ihre Arme auf die andere Art und Weise falten, die rechte Seite. Und die Wörter, die Sie benutzt haben, die beschreiben, was Sie da auf der rechten Seite sehen. Das heißt, es ist schwierig, Veränderungen zu machen. So, und das ist jetzt, wo, warte mal, habe ich, genau, sorry. Das ergibt, wenn man ein bisschen nachdenkt, lass uns nicht gegen diese Autobahnen kämpfen. Das können wir nicht gewinnen. Ja? Wenn Sie jetzt Vorträge machen, so handelt Toyota, handeln Sie auch so. Ja? Der Lerner wird fast immer wieder auf die bestehenden Gewohnheiten zurückfallen. Nicht, weil sie schlecht sind, nicht, weil sie das mit Absicht machen, sondern weil das die Autobahnen im Gehirn sein. Sie werden gegen diese Autobahn nicht ankommen können. Der Ausweg ist, was funktioniert, ist andere neue Routinen üben, klein am Anfang,
um neue neurologische Bahnen, neue Autobahnen aufzubauen, die dann mehr oder weniger die alte Autobahnen ein bisschen ersetzen. Das heißt, sie ändern nicht die bestehenden Bahnen, indem sie sagen, jetzt mach doch wie Toyota, sondern sie üben, bauen eine andere Denk- und Handlungsweise auf und die übernimmt dann. Das ist in etwa, was passiert. Das heißt, das ist, wo Starter-Kater, ich nenne sie mittlerweile Starter-Kater, ins Spiel kommen. Hier ist diese Endlosschleife, ja, meine Haltung bestimmt mein Verhalten. Mein Verhalten, jedes Mal, wenn ich mich irgendwie verhalten, macht es meine Autobahn noch breiter in meinem Kopf. Wie komme ich da überhaupt raus? Indem ich kleine Routinen anfange reinzubringen. Ja, man kann nicht auf alles auf einmal ändern. Das ist nichts anderes wie Gewicht verlieren oder so. Ne? Ich werde jetzt nicht 20 Kilometer am ersten Mal rennen, ja. Morgen gehen wir erstmal 20 Minuten spazieren. Fangen wir so an. Das ist eine Starter-Kater. Und das ist der Weg, wie wir versuchen, diese wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise rüberzubringen. Hier sehen Sie die vier Schritte von dem Verbesserungskater-Modell. Und für jeden Schritt gibt es Starter-Routinen, Starter-Kater. Kleine Routinen, die Sie am Anfang benutzen, um sich auf den Weg zu bringen, die Ihnen helfen, auf den Weg zu kommen, eine neue Denk- und Handlungsweise zu kreieren. Und das Schöne mit Starter-Kater ist, wenn Sie die Kultur angehen wollen in Ihrer Organisation, das Schöne ist, alle fangen mit den gleichen Routinen an. Letztendlich ist Ihr Stil, wenn Sie Experte oder Fähigkeiten entwickelt haben, Ihr Stil anders als mein Stil, anders als Ihr Stil. Das ist, was wir bei Toyota gesehen haben. Aber am Anfang fangen wir alle mit den gleichen Routinen an, nur am Anfang. Und dadurch können wir eine absichtliche Kultur entwickeln. Übrigens, ich glaube nicht mehr an Kulturwandel, sondern Kulturmodifizierung. Es gibt ja vieles in unserer Kultur, die eigentlich gut ist. Wie gesagt, das kennt man in Sport, in Musik, ganz gewöhnlich. Wir machen diese ersten Übungen mit der Gitarre oder im Tanz. Wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie tanzen, ich tue es nicht, leider, aber wenn Sie das erste Mal hier versuchen, diese Fußtapfen nachzumachen, ne, wie fühlt sich das an? Bitte die gleichen Worte. Falsch, ne? Neu. Ungewöhnlich, ja, genau, es ist genau der gleiche Prozess. Sehen Sie, ist interessant, eigentlich muss der Manager dieses wissen, denn die Managementaufgabe ändert sich ein bisschen in dieser Welt. Es ist nicht mehr nur die Lösungen zu haben, sondern Lösungsentwickler zu entwickeln. Ja. Toll ist auch mit Verbesserungskater und Coachingkater, das finden wir wirklich gut, es ist nicht die neue Sau durch das Dorf. Es ist keine Problem-Solving-Methode, Es sind Übungsroutinen, die Sie in einen besseren Problem-Solver verwandeln. Es ersetzt nicht die Methoden, die Sie jetzt benutzen. Es unterstützt Sie. Hier sehen Sie Starter-Kater für den Lerner. Es gibt eine ganze Reihe davon, die sind im Handbuch. Wir werden auch heute davon viele hören. Coach hat auch, wenn Sie Coach sein wollen, da gibt es eine Starter-Routine mit den 5 Fragen. Aber wichtig ist, dass man nach und nach von den Anfänger-Kater, Starter-Kater weggeht. Das heißt, hier sind die 5 Fragen, bekannte 5 Fragen, Karte. Und hier sind Fragen, die dieser Coach dazu bringt. Basierend, aufbauend auf dieses Fundamentale, entwickeln Sie dann Ihre eigene Art und Weise, was für Sie funktioniert. Und das ist genau der Grund von Starter-Kater. Ne? Es bringt Sie auf den Weg, aber dann entwickeln Sie Ihren eigenen Weg. Und das ist, was wir machen mit Kater. Wir machen wissenschaftliches Denken, eine Denkweise, etwas, das jeder machen kann. So, ganz schnell, bisschen Lessons learned. Zwei Fehler, die wir oft sehen mit Starter-Kater. Der eine ist der permanente Anfänger. Das ist eine Person, die abgeneigt ist. Ich muss diese blöden Anfängerübungen nicht machen. Ich mache die nicht. Ich will sie sofort ändern. Ich will sofort Jazzmusik spielen. Sie geben mir zum ersten Mal ein Saxophon, aber ich möchte heute schon Jazz spielen. Ja? Diese Person wird immer Anfänger sein in diese Fähigkeit. Der andere Fehler ist der Implementierer. Der sieht die Starterkarte. Ah, das ist eine Methode. Die müssen wir implementieren, die müssen wir flächendeckend einführen. Die Starter-Kater, die gehen ja irgendwann weg. Die sind ja nur der Anfang. Zum Beispiel, hier sehen Sie, wie Fähigkeiten sich normalerweise entwickeln. Die orangefarbige Linie ist die Fähigkeit.
Ja, also ich will eine neue Fähigkeit lernen, wissenschaftliches Denken, und ich fange irgendwo an, ich bin nicht sehr gut, und im Laufe der Zeit wird man besser. Die blaue Linie ist, was ich über meine Fähigkeiten denke, wie gut ich glaube, ich bin in diese, ja, sehen Sie hier diesen Berg? Ja, da muss man erstmal durch. Da sitzt die Person, die sagt, ich muss nicht diese üben. Ich glaube, desto mehr Erfahrung man hat, desto mehr neigt man dazu, so um zu sein. Wir merken, Leute, die jahrelange Lean-Erfahrung haben oder Manager sind, ja, sind eher die Leute, die abgeneigt sind, irgendwas Neues zu versuchen. Ja? Verständlicherweise. Ich sollte das jetzt nicht sagen. Sie sehen diesen Berg, wo wir uns überschätzen am Anfang. Ne? Ziemlich typisch. Der heißt auf Englisch, kennen Sie Mont Blanc? Ja? Der Berg, das ist auch ein Berg, aber der heißt Mont Stupid. Mont Doof. Ne? Und ich glaube, wir haben uns alle schon mal auf dem Berg gesehen. Ja? Ja, so. Die Entwicklung ist vielmehr so, übrigens, diese drei Schritte gibt es nicht in der Realität, aber es ist gut zu wissen als Manager oder für Sie, dass Fähigkeiten entwickeln einen Werdegang hat. Ja? Und dann unten fängt man an, man folgt die Starterkarte strikt und stur. Man ist noch nicht bereit, da was anderes zu machen. Jetzt frage einfach mal die 5 Fragen. Dann kann man, wenn man nach und nach übt, langsam kommt eine gewisse Flüssigkeit rein, man verinnerlicht das Muster so ein bisschen. Und wichtig ist, man fängt an, es zu verstehen. Hinter der Starterkarte ist ein Warum. Das gibt einen Grund dafür. Und den sieht man dann so nach und nach. Und dann irgendwann kann man die Starterkarte weglassen und man hat einen eigenen Stil entwickelt. Auf Englisch sagt man Mastery. Ja, man hat es gemeistert. Ja. Und Sie wissen, wenn Sie einen Sportler sehen, der irgendwas macht, das sieht ganz leicht und locker aus. Ne? Und wenn Sie es mal selber versuchen, ne, dann ist es viel schwieriger. Das ist dann diese Ebene. Ich fand dieses Bild gut. Ne? Das ist so die Confidence, das Selbstbewusstsein. Ne? Oder wie sagt man? Ne? Guck mal, erst bin ich, ja, ich bin der Held, ich kann das. Ja, und dann geht es erstmal abwärts, hier Stolper. Und dann so langsam baut man wieder auf und wird Experte. Das ist bei wissenschaftliches Denken oder eine wissenschaftliche Denkweise ist es genauso. So, ich hatte ein Video, aber ich glaube, die Zeit reicht nicht, das zu zeigen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie noch hin später. Müssen wir gucken. Das ist 8 Minuten. Mark Rosenthal berichtet darüber, seinen Werdegang mit Coaching, wie er das erlebt hat. Und es passt genau zu dem, ja. Aber so wie er es erklärt, ist sehr nützlich. Vielleicht können wir das beim Mittagessen oder irgendwann. Ich überlasse es euch. Das sind 8 Minuten, das Video. Und er war bereit, das umzuschalten und alles. Du sitzt schon 40 Minuten mit den Finger auf den Knopf. Okay, sorry. Und so kommen wir an den Zweck von Toyota Kata. Eigentlich der Zweck. Ne? Also natürlich ist der Zweck, Ziele erreichen. Wir üben das nicht aus Spaß. Sie haben herausfordernde Ziele. Die zu erreichen, ist eigentlich der Zweck. Aber es ist alleine nicht der Zweck, sondern auch zugleich, das kann man zugleich machen, diese Fähigkeiten entwickeln, herausfordernde Ziele erreichen zu können. Das ist so ein Kreislauf. Und Sie sehen, da ist der Manager, und ich finde diesen Begriff gut, create the creators. Das heißt, die Aufgabe des Managers wird immer mehr die create the creators. Wie würde man das sagen auf Deutsch? Entwickle die Macher. Macher ist ja ist ein Wort. Also die Leute, die den Weg finden können. Ne? Das ist ein bisschen andere Managementaufgabe. So hatten wir vor 2 Jahren, glaube ich, ne? War Lutz Engel, hier ist Lutz. Und das ist die Firma Seidel und die haben ein neues Produkt komplett entwickelt. Viele Hindernisse. Ein ungewöhnliches Produkt für diese Firma, für die Firma Seidel, haben die dann doch mit Erfolg entwickelt. Sie können das Video sehen auf der Kata School, auf dem Kanal, auf YouTube. Sie hatten sogar Lieferanten dafür, die sagten, nee, das ist nicht möglich, beim Spritzguss und so. Und Lutz hat gesagt, ja, unser Team, wir waren beim Lieferanten für die Glühbirne, um das nicht Glas, sondern Kunststoff, ne, wo das Licht durchscheint. Aber wir wollten, dass die Narbe vom Gießen unten ist, nicht oben auf der Birne, damit es irgendwie einen Schatten wirft. Und daraufhin hatte der Lieferant gesagt, nee, geht nicht. Und da sagte der Lutz,
unser Team war da und sagte, ah, wenn Sie sagen, geht nicht, dann geht es erst los bei uns. Und man sieht es vielleicht nicht auf Anhieb mit Lutzes Vortrag. Er hat nicht über die Glühbirne geredet. Er hat darüber geredet, wie sein Team gearbeitet hat. Das ist, irgendwas hat sich in Lutzes Kopf verändert. Seine Aufgabe war nicht, die Glühbirne-Lösung zu finden. Seine Aufgabe war, sein Team zu trimmen im Laufe der Jahre in dieser Art, damit sie eine Glühbirne entwickeln können. Und sie, wenn sie diese Fähigkeiten entwickeln, dann können sie beliebige Herausforderungen reinschütten in ihre Organisation. Ich glaube, Gerd wird auch darüber reden. Und wir wissen auch, es ist, ich bin gleich fertig, es ist egal, ob das Ziel groß oder klein ist. Es ist immer das Gleiche. Ob wir jetzt ein ganz kleines Ziel haben, wie schaffen wir es, dass es nicht mehr hier in unsere U-Zelle dieses kleine Problem gibt? Wie schaffen wir das? Ja? Guck mal die Situation, die wir haben. Wir haben ein Ziel, das wir noch nicht erreicht haben. Okay? Wir haben Hindernisse, die zwischen uns und dem Ziel liegen. Okay? Wir haben Lösungen, die wir noch nicht kennen. Sonst hätten wir sie schon umgesetzt. Und wir müssen Ideen testen, denn wir wissen es noch nicht genau. So, jetzt springen wir mal zum anderen Team. Sie entwickeln ein komplett neues Produkt für die Firma. Eine Glühbirne. Wir haben noch nie Glühbirnen gemacht. Ja? Sie haben genau die gleiche Situation. Ein Ziel, das Sie noch nicht erreicht haben. Hindernisse. Lösungen, die wir noch gar nicht kennen. Und wir müssen unbedingt Ideen testen. Das heißt, es ist eine Meta-Fähigkeit, die man in allen Bereichen anwenden kann. Und mal als Nebenbemerkung, was wirklich schön ist, ich dachte immer, das Ziel ist das Erfreuliche. Es gibt auch die Pizza-Party. Ja, ne? Wir haben das Ziel erreicht, ja okay, dann gibt's eine Party. Aber wir merken immer mehr, es ist nicht das Ziel erreichen, das die Freude bringt. Die Freude ist, die Hindernisse zu überwältigen. Leute kommen rein im Betrieb im Morgen und sagen, ja, das Hindernis, wo wir gerade dran versuchen, vorbeizukommen, ich habe eine Idee in der Dusche heute Morgen gehabt. Ja? Und dann, das ist, wo die Freude, wie soll man sagen, the positive reinforcement herkommt. Und das ist schön, denn das Team hier, das an die neue Glühbirne arbeitet, und das Team hier, das an dieses kleine Problem in ihrer U-Zelle arbeitet, haben das gleiche Empfinden. Und das ist klasse. Ja, alle können im Grunde genommen gleich handeln, das gleiche Empfinden haben, egal wo sie sind in der Organisation. Und so sprechen wir von einer absichtlichen Kultur. Hier habe ich geschrieben, don't know yet. Eine Kultur zu modifizieren, das Kata-Thema ist relativ neu, 2009, das sind jetzt was, 8 Jahre. Es ist nicht Toyota kopieren, Toyota gibt es schon seit vielen Jahrzehnten, Kata gibt es seit 2009. Wir wissen noch nicht genau. Wir glauben, hierdurch kann man eine Kultur modifizieren und unsere Starterkater besonders dafür geeignet sind, weil alle mit der gleichen Routine anfangen. Aber wir wissen es noch nicht genau. Das ist so ein Bereich, wo sich gerade viel tut. Ein anderer Bereich, ich glaube nicht, dass jede Firma die gleiche Starterkarte auf ewig benutzen. Also jede Firma wird vielleicht eigene Starterkarten entwickeln. Stellen Sie sich vor, neue Leute kommen in Ihre Organisation rein. Wie bringen Sie diese neue Leute Ihre Denk- und Handlungsweise bei? Wenn Ihnen diese Denk- und Handlungsweise wichtig ist, wie bringen Sie es Ihnen bei? Die alte Methode ist, ja, der Meister, der zeigt dir das schon. Ja. Aber jeder Meister ist anders. Ja. Und so entsteht eine Kultur etwas willkürlich. Sie wollen aber eine absichtliche Kultur kreieren. Ab wann kann eine Firma eigene Starterkarte entwickeln? Wir wissen es noch nicht genau. We don't know yet. Wir glauben, genug kritische Leute in der Organisation müssen mit den bestehenden Starterkarte arbeiten, damit sie an diesen Punkt gelangen, ne, über diesen Monte Stupid kommen. Ja? Und gewissermaßen eine Konzentration von Fähigkeiten der Organisation ist, dann könnte die Organisation sagen, so, was sind unsere Starterkarte? Sie sind neu bei uns, jetzt müssen Sie diese Routinen üben. Ja, das ist noch neu. So, Zusammenfassung, Wissen ist nicht das Gleiche als Machen. Andere zu benchmarken wie Toyota, das reicht nicht, somit ändern Sie nichts. Eine wissenschaftliche Denkweise ist eine gute Art und Weise zu navigieren, aber es ist nicht automatisch bei Erwachsenen wie wir. Fähigkeiten, Gewohnheiten, Haltung, das ist alles in unserem Gehirn.
Und Sie können Starter-Kata üben mit etwas Coaching, ja, damit irgendjemand zeigt, was Sie falsch machen und hilft beim Korrigieren. Dadurch können Sie Ihr Gehirn teilweise neu verkabeln. Und wir glauben, der letzte Punkt ist, wir glauben, man kann so auch eine Organisationskultur modifizieren. Und das ist so Stand der Dinge. Und damit möchte ich Ihnen für Ihr Practice, Ihr Üben, Best Wishes wünschen.